Boah. Ich habe Angst, dass ich mit den Trolls verliere, wenn ich die erste Runde reinmache. Man hätte auch 3 Trolls mitnehmen können. Aber das ist mir zu risky. Die Frage ist, nehmen wir Doppel Dazzle mit oder nehmen wir Crystal Maiden noch mit? Doppel Dazzle oder Crystal Maiden, Leute? Wichtig, ja, Mann. Sehr, sehr wichtig. Oh, Leute, neue Vorhersage steht schon. So schnell geht das manchmal. Neue Vorhersage ist da. Witch Doctor? Nee. Kann man so kommen. Gab Second Chance. Vielleicht schaffen wir irgendwie Early Human Priest Grind einfach auf ganz Lamo. Haft angelehnt. Ich hab nicht Bock wieder auf Assassins. Das Morphling liegen in die Hand und Anti-Mage mit. Doppel Dazzle und Trolls. Ja, aber ich habe Angst, dass ich weder mit Dazzle noch mit Dings am Anfang gewonnen hätte. Dann hätte ich alle 3 Trolls schon gerne mitgenommen, aber wie gesagt, das war mir zu riskant. Wie der Dichter. Warte mal, Kant war kein Dichter, oder? Was war ein Kant für einer? War das nicht? Das war, glaube ich, Verhaltenspsychologe. Was war denn der Mann? Philosoph und Aufklärer. Achso. Ja, war ich ja bei allem so halb dran. This one's on me. Natürlich kommen jetzt so extrem die Dinger hier an, Alter. Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt reicht, dass die das machen. Ich glaube aber schon. Wie ging die letzte Runde aus? 2. Platz bin ich geworden. Second place. Und jetzt fettbäuchige Slotmaschinen träume ich einmal nicht. Ach so, du meinst Ding. Ich dachte schon, du meinst mich. Okay, das ist alles Much. Und Teleskop. Platz 2 dank Kevin. Jo, sonst wär's vielleicht 3. gewesen, aber Kevin hat mir den 2. gegiftet. Auf Ehre. Kevin ist schon ein guter, muss ich sagen. Kevin ist einfach ein guter. Er ist guter Junge. Junge, die Assassins sind halt auch da. Und der soll direkt einen Kill machen. Der andere hat die Items, also soll er den Kill jetzt rausholen. Oh, er hat ihn echt geholt, ne? Dann kann ich mit den Items weiterspielen. Oh, komm, er hätte schon noch geultet, das wäre cool gewesen. Das hätte ich gefühlt. I just can't, I can't. The Veiled Sisters sent me. So, Leute, nächste Chance. Für den jungen Spund hier. Vielleicht sind die Hunter wieder mal ein harter Bait, aber Assassins machen momentan einfach keinen Spaß. Ich habe die zu viel gespielt und die kommen aber zu schlecht trotzdem. Hat sich das Vertrauen bezahlt gemacht? Klar, Vertrauen macht sich immer bezahlt. Ein Vertrauen in mich werdet ihr nie bereuen, sage ich immer. Ehre. Ich lade einfach deine Verwandten ein. Mein Dickerchen lädt jetzt Verwandte ein. Ich bin mir dessen sicher, dass mein Brewmaster, den ich Namen natürlich niemals vergessen würde, dass der jetzt droppt. Was geht denn hier ab? So, Braumeister! Gönn mir! Nicht dein Ernst, weiß ich nicht. Ich meine, so ein Drop kann man sich schon mal gönnen, hätte ich gesagt. Ich finde, das ist nicht frech.
Das ist keine Frechheit, Leute. Der Frechheit ist gleich, dass jetzt gleich nochmal Storm Spirit und Void Spirit kommen. Oder der Assassin ist noch besser. Das ist die Frechheit. Ich schwöre, ich bin einfach Losing Streak gerade, ohne dass ich das will. Harte Losing Streak hier am Start. Eyes up and shields front. Jo, Patrick, lass dir schmecken. Ciao. Werde dich auch vermissen, auf jeden Fall. Freut mich, dass du immer für mich da bist. Ich danke dir vielmals für diese Chance. Faceless Void. Es geht zurück. Liebe wird versendet. Ich habe heute Morgen die ganzen Sieg- und Hitler-Folgen geschnitten, außer eine, wo die Liberalen gewonnen haben. Ich glaube, da war ich auch bei Liberalen sogar, aber die Runde ging nur 10 Minuten, die habe ich nicht gemacht. Aber die anderen 4 Runden von gestern habe ich schon geschnitten. Und da waren, gestern waren ziemlich viele schmerzhafte Sieg- und Hitler-Runden dabei. Also Sieg- und Hitler war gestern echt anstrengend. Das lief gar nicht gut. Aber auf jeden Fall ist geschnitten, die erste kommt heute schon direkt sogar um 18 Uhr. For the right price. For the right price. Boah, Lukas, weiß ich nicht. Ich muss mir das während der Runde über... was für Überlies, der kommt dezent. Ich muss mir das gerade während der Runde noch überlegen, Lukas. Ich weiß wirklich nicht, ob ich noch eine mache. Boah, irgendwie sind alle ziemlich stark. Crazy. Ich bin echt zufrieden mit meinem Team eigentlich. Wieso sagen eigentlich alle, dass Lukas eine geile Sau ist? Ich weiß nicht, wo diese Fehleinschätzung herkommt. Drop! Ich bin ein bisschen lost, muss ich sagen. Mir fällt gerade was auf. Ich hätte die ganze Zeit schon den Dropkurier auswählen können, aber habe ich nicht gemacht. Nein! Ich habe... doch, kann ich. Oh Gott. Ich dachte gerade schon, ich habe das Schwein, habe ich letzte Runde geswitcht. Bin ich eifersüchtig? Boah, ich bin immer eifersüchtig. So kennt man mich und so schätzt man mich. Wir schätzen vielleicht nicht, aber so kennt man mich. Kein Disruptor leider. Komm, 2 Kills noch. Ehre. Da könnt ihr die Runde holen. Macht die zu viel Schaden? Ich habe gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Die letzten 4 Runden, die ersten 3-4 Runden habe ich alle verloren. So viele Runden gab es einfach noch gar nicht eigentlich, aber... egal. Egal. So. Den hat mir das Gold... der hat mir nicht mal ein Gold gegönnt. Was ist das für ein Scam? Boah, wenn ich ihn mitlösche, aber ich brauche die 6 Assassins. Wobei, ich brauche die 6 Assassins nicht. Ich werde gleich eh den 4. Panda-Drop bekommen, dann brauche ich die 4er Pandas eigentlich eher. Mit 3 Assassins dann nur. Oh, der kam gut. Das hat gleich so viel Schaden gemacht, what the fuck? Hä? Das sah irgendwie nach mehr Schaden aus. Junge, vielleicht bekommen wir echt Early Schamanen schon hin damit. Mit Blattsieger noch. Gerade Wäsche gefaltet. Pantoffelheld. Nein, Spaß. Ich mach doch nur Spaß, hallo. So was würde ich niemals sagen. Ich muss um 20 Uhr wieder weg, Leute, meine Frau kommt. Heute Abend kommt Frauenfußball. Yeah!
Deutschland gegen Spanien. Das ist interessant, aber meine Frau ist leider heute Abend in der Fahrschule, hat die so eine Nachtfahrt. Ach komm, ich brauche die Windstore. Der hat's fast geholt noch. Frauenfußball, yay. Yeah. Ja, Mann. Boah, ich bräuchte schon ein paar Wins. Ich brauche mindestens ein Level 2er. Dinger bitte hier. So, gönn doch mal den vierten Panda jetzt. Irgendwann muss ja der vierte Panda mal kommen, dass auch die Pandas wirklich realistisch hier zum Spielen sind. Es gibt echt Fahrschulen, die diese Nachtfahrten wirklich machen. Ich denke schon. Ist es nicht gesetzlich so irgendwie? Eigentlich so? Keine Ahnung. Ich dachte jetzt, ich hätte jetzt geschätzt, es wäre gesetzlich so. Their heads. Juggernaut stands ready. Ich weiß nicht. Bei euch macht ihr wirklich keine Sau wirklich in der Nacht. Ja, ist halt die Frage. Also muss ja bei der, also wie gesagt, meine Frau macht das so mit der Abend um 20 Uhr oder sowas. Von 20 bis 21 Uhr irgendwas. Oder von 19:30, ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall halt abends, also ist eher Dämmerung als Nacht wirklich. Komm, hol den Kill. Gönn dir einen Bounty. Gönn dir einen. Gönn dir den Last Hit. Ihren Bounty. Mal kurz den Blutmörder mitnehmen. Die Lich. Ich überlege halt gerade, ob wir auf Akia switchen sollten, ne? Gut, wenn man lernt, wo das Licht angeht. Okay, ja, keine Ahnung, Lukas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Bei mir ist es zu lange her. Das ist mir 9 Jahre her jetzt. Oder 8 oder 9 Jahre. Ich glaube, 2013 habe ich einen Führerschein gemacht. Mal kurz die Witch mit, aber im Moment bekomme ich eh keine weiteren Teile. Ich bin leider zu schwach. Ist gar nicht so geil. Ich habe noch keinen Blattsieger bekommen. Ein Earthshaker wäre jetzt schon mal cool. Da würde ich mich ja sehen. Die Drops gönnen gar nicht mehr. I may be faceless, but I'm not faceless. I may be faceless. Also, Maceless. Fährt nicht jeder immer in dem neuesten Kahn rum, so wie du, Lukas? Ja, Lukas. Tja, ich kann dir sagen, dass mein Auto gar nichts automatisch macht. Doch, also Licht generell macht mein Auto automatisch, dass es generell Licht anmacht. Wenn ich es auch mal einstelle, aber Fernlicht oder hier Nebelscheinwerfer oder keine Ahnung was, macht es nicht automatisch. Egal. Komm, gib mir jetzt mal schon mal was Gutes hier. Muss ich für einen Doppeldrop vorbereiten, maybe? Wieder dazu. Danke wieder mal für nichts. Boah, Boys, ich hoffe, ihr macht es, ne? Ich habe kein Vertrauen, wenn ich ehrlich bin. Wohlstandsprobleme jammern auf meinem Niveau.
Tja. Ich glaube, wir müssen langsam aber sicher in eine andere Richtung gehen. Der Win wäre so wichtig. Komm, 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 ich brauch deine Ult, ich brauch deine Ult. Hallo Ira sagen, moin moin. Monster kill. Mein Chat inzwischen besser die Banners als ich. Ich finde Frechheit. Das wäre gutes Gold. Das wäre gutes, gesundes Gold, ist aber nicht. Absoluter Ehrenjan. Clothing. Großer Nix-Fan ist Patrick. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, Patrick.
Nightcrawler. Du machst einfach nix, Bro. That's true. Vielleicht angebrannt, aber an sich sind Kartoffelpuffer immer eine stabile Angelegenheit. Oder Reibekuchen oder Rösti ohne Zwiebeln. Rösti finde ich am ehesten. Aber ich will die Diskussion nicht wieder aufmachen, bitte. Nochmal, da geben wir schon auch einen Call auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was wir rausholen hier aus Darkheart. Darkheart. Ich verstehe immer noch die neue Viper nicht ganz. Die haben die Viper-Beschreibung nicht geändert hier, ne? Weil die macht ja nicht mehr. Die macht ja dieses toxische Attacke nicht mehr, oder? Die hat die Insel noch Mana voll. Oder ist es der erste Hit, wo sie direkt das macht und vergiftet? Auf jeden Fall ist die Viper definitiv um einige stärker als früher. Das können wir, glaube ich, alle festhalten. Close, aber wir haben nochmal einen Spawn hier gleich. Wir haben doch keinen Spawn, weil er killt nichts mehr, der Kunker. Kann ich aber auch mit Leben. Jo, bis dann, Lukas. Ciao, bis die Tage. Bis dann. See you later, Alligator. Ja, das könnte für heute die letzte Runde sein. Ich habe echt noch ein paar Sachen, die ich vorbereiten muss für meine Arbeitswoche wieder. Und noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Wie gesagt, gestern haben wir ganz lange gestreamt, also. Mein spontan kann immer sein, dass ich nochmal spontan abends online komme oder so vielleicht. Also wenn dann nachmittags, nicht abends. Aber ich glaube, für nachher wäre jetzt also die letzte Runde. Aber es könnte eine geile letzte Runde werden, weil es sieht die hart danach aus, dass wir ein schönes Vierer-Assassin-Team zusammenbekommen. Auch noch mit vielen Dark Gears. Also ich fühle das gerade schon hart. Oh, das war Pech. Ah, okay, das sollten wir trotzdem holen. Und er? Venomancer. Ehrenhaft. Junge, Lukas macht hier Werbung. Ich hasse es. Lukas immer am Werbung machen. Unglaublich, der Junge. Unglaublich. Ich kenne halt wirklich niemanden, der so viel Werbung droppt wie er. Und wir haben gleich den nächsten. Wobei, der bringt mir gar nichts als Seed. Fällt mir gerade mal so auf. Im Moment noch nicht. Später dann schon. Hättest du mal gute Mods, dann wäre ich schon gebannt. Ja, das ist natürlich das Problem. Ich suche mir immer die falschen raus. Die Runde macht halt relativ viel Spaß. Ich hoffe nur, dass ich brauche halt noch viele solche Rolls eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass ich die gleich weiterhin bekommen werde. Weil ich glaube, langsam bin ich nicht mehr so stark. Aber ich kann natürlich dann gleich einfach nochmal ein Level Up versuchen zu pushen. Und dann nochmal ein Sieg mitzunehmen. Weil nochmal ein weiterer Sieg wird schon gut tun. Viele Shadow Fiends. Nächster Spawn ist raus. Viper regelt es wieder, oder? Die Viper ist echt nice. Ich weiß nicht wieso, aber die neue Viper ist irgendwie ganz, ganz cool. Irgendwas kann die.
Warte mal, der eine bringt mir gerade auch nichts, fällt mir gerade mal so auf. Dieser eine Dingsseed hilft mir gerade gar nichts, der nächste Assassin Seed. Natürlich. Belastend. Die bringen mir aber was. Wollte jetzt trotzdem alles dem Runde 24, einen Sven kann man schon mal mitnehmen. Alles dem Sven geben. Bastids haben wir, Assassins haben wir. Lass ich hier. Irgendwie, ja. Pure, ihr geht raus. Vielen Dank für den 11. Monat. Lieben Chat, vielen, vielen lieben Dank für den Support. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Junge, er chillt mit seinen Ogern. Er denkt, Oger können was. Sir Jack, was ist denn da schiefgelaufen? Das ist echt bitter. Also, jeder, der mir erzählen will, dass die neuen Oger krass sind, keine Ahnung. Ich fühle das einfach nicht. Die neuen Oger finde ich viel zu anfällig. Ich finde sie wirklich zu anfällig. Aber muss jeder für sich selber wissen. Hatte zwei Gold, nice. Läuft. Ich bin rausgeworfen, oder? Das ist natürlich bitter. Er hat aber auch nicht viele Runden gewonnen, halt. Geh auf jeden Fall an Sir Jorjak. Ach ja. Da geht er schon, er verlässt uns. Expecto Patronum. Ja, Fiakir wäre noch das Goal, hier zu Fiakir zu gehen. Fiakir irgendwie mit Assassins, Dreier vielleicht und Sven. Irgendwie muss ich dann gucken, wie ich es genau mache. Irgendwas mit Fiakir und Assassins und Sven. Ich will die Dinger ganz gerne halt erst auf Level 10 benutzen für bessere Leggy-Chancen und bessere Nix-Assassin-Chancen. Wäre cool, Nix auf 3 zusammen zu bekommen auch. Mal gucken, wie ich gegen Murphy gerade ankomme. Ich glaube, ich bin noch stärker als Murphy, bin mir aber nicht sicher. Ich komme noch ein bisschen auf den Sven an. Der Sven ist schon relativ stark sein im Moment. Nee, auf meinem Feld gar keine Chance. Auf seinem Feld. Die Frage ist, wäre mein Feld jetzt wichtiger gewesen? Ich werde nochmal einen Dark Hearted Machine. Hier haben wir natürlich die Streaker. Ich glaube, mein Feld wäre eigentlich wär mein Feld wichtiger gewesen. Es kann auch einen Unterschied zwischen Sven 1 und Sven 2 ausmachen. Und zwischen Nix und sowas auch. Auch immer noch den einen scheiß Dinger, ne? Okay, Assassins im Moment, ja. Kann das was? Ja, ich fahre damit gerade ganz gut eigentlich. Okay, Assassins habe ich früher viel gespielt, aber lange nicht mehr. Wird aber noch ein 4er Akia-Switch, wie gesagt. Man ist immer so versucht, weil wenn ich jetzt das benutze und ich ziehe damit eine Viper auf 2 hoch, nochmal eine einzelne Viper. Und dann dafür irgendwie noch, würde irgendwie ein Sven relativ schnell auf 2 bekommen, würde ich natürlich mehr Rolls wieder bekommen, aber die Chancen sind halt auch geringer. 2% auf 5 Stars, und die 4 Stars würde ich sogar, wäre es wahrscheinlich egal für die 4 Stars. Für die 3 Stars wäre es wahrscheinlich sogar besser, oder? Ne, die Chance bleibt auf 25, da ist es egal, wirklich. Ich glaube, wir warten wirklich, bis wir Level 10 sind. Vielleicht bekommen wir auch nochmal hier das Relikt. Wir sind ja gegen alle relativ stark. Sengun, GG. Würde ich auch ein bisschen was droppen können, aber. Oh, guck mal, Ding holt sich aber wirklich die ganzen Kills, zumindest.
Sag mir, wenn ich ein Dings übersehe, bitte. Ein Venomancer. Das wäre gut zu wissen. Wir haben mindestens 6 Dark Heart of the Machine, würde ich behaupten. Mal Runde 30 gewinnen wir. Und wahrscheinlich haben wir sogar. Gewinnen wir jetzt noch ein, zwei Runden. Wir sind nicht schwach. Er hat mit seinem Arcworn seine Comp kaputt gemacht, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, sein Arcworn hat seine Comp kaputt gemacht, weil er die nur einzeln stehen hatte. GG auf jeden Fall. GG. Wir sollten mindestens mit 7 gehen. Ich brauche irgendwie nachher noch Gold. Weil egal, bei Murphy bin ich geplatzt. Okay. Dann ist natürlich Wayne Rooney. Gut, er hat natürlich auch die Dooms. Was hat er denn? I see what he did there. Wir sehen hier ein Naga-Team mit 4er Wizards. Nice, fühle ich. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Komm, lass mir noch mal einmal gegen Jan oder Lem Squeezy. Ah, wobei, gegen Jan weiß ich gar nicht. Lass mich gegen Lem Squeezy spielen, da habe ich gerade, glaube ich, gewonnen auch. Ehre. Müsste ich gewinnen. Ziemlich bastard aus. Junge, was der Sven für eine Arbeit macht, ist krank. Wenn ich den auf 3 bekomme, dann brauche ich die Akir gar nicht, dann ist Sven einfach mein Carry. Jan hat natürlich Probleme gegen die Nagas. Das ist ja wohl euch klar. Gewinnen wir Runde 30? Oder muss ich mir Sorgen machen? Runde 30? 30, Junge. 130 fühlt sich an, als könnte die knapp werden. Mal Viper, die macht einen Magic-Schaden, das hier. Ich würde es echt feiern, wenn man wie bei TFT ein Emblem machen könnte, wodurch man die Rasseklasse an Unit geben könnte. Was, so ein bisschen wie Dings? Wie so ein Item, wo man eine Rasse jedem geben kann? Also wie Ogrehut oder wie? Keine Ahnung, ich kenne das halt nicht bei Dings. Sven konnte oft genug zuschlagen, um genügend Damage zu machen, glaube ich. Wobei er hat nicht, aber nicht mal Damage hier, nicht mal ansatzweise. Glaube ich, gehe auf Random. Passen wir nämlich alle nicht so gut hier gerade. Hoffe zwar nicht auf das Dings hier, aber vielleicht kommt es, deswegen stelle ich mal runter. Okay, Second Chance schmeckt. Schmeckt nicht. Er ist stärker als ich. Ich habe kein Gold mehr. Was macht er denn, Alter? Death Prophet war ein harter Bait. Oder war Level 10 ein harter Bait?
Wieso konnte es nicht einfach Sven sein? Ich bin aber gleich tot. Ach komm, so darf das nicht enden. Mir fehlt da dieser eine Scheißtyp. Mir fehlt leider dieser eine Scheiß Venomancer, damit ich Akir spielen kann. Das ist doch bitter. Venno echt frech, ja. Wir haben ohne 33 und ich seit langem warte ich auf ihn wirklich. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt. Tja. Leute, das war echt. Also das Ende war jetzt echt ein bisschen lächerlich. Tut mir leid. Aber dass das Ende so kacke lief, ist echt bitter. Das war echt eine coole Runde. Aber Venomancer, dass Venomancer nicht kam. Junge, wieso geht mein Licht inzwischen immer aus? Es ist so lächerlich, dass Venomancer nicht kam. Ist echt sad. Nächstes Essen wäre auf 3 gewesen, auf jeden Fall. Ganz viele Seeds dazu. Und Sven wäre auch noch gekommen. Sven wäre auch noch auf 3 gewesen, Leute. Also, wir hätten Sven noch auf 2 gehabt. Nächstes Essen mit ganz vielen 1er Seeds hätten wir gehabt. Wir machen nächstes Essen Level 3 mit ganz vielen 1er Seeds. Plus 4er Akir, plus Sven 2. Und Death Prophet 2 noch, wenn ich den nicht hätte für Gold löschen müssen. Bitter, Leute. Sehr, sehr bitter. Wir sind hier ganz knapp an einer geilen Runde vorbei, weil einfach dieser eine Eventmomenter nicht kommen wollte und wir kein Geld mehr hatten dann. An die YouTube-Zuschauer, lasst auf jeden Fall ein Like für die Runde. Trotzdem ist echt ein bitteres Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.